Es ist soweit. Heute werden wir Elfenlin retten aus den Fängen des Sammlers der schlaflosen Schlucht. Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich leg gleich los. Und hab wieder keine Ahnung, was die zwei Nebenbedingungen sein könnten. Abgesehen natürlich von, ne, in der Zeit schaffen und ohne Schaden. Wir gucken mal. Der Sammler der schlaflosen Schlucht. Flups. So, ich denke mal, dass ich mit den Bohrern, auch wenn es so ein geiler Zwillingsbohrer ist, ich glaube, ich würde erstmal wieder probieren, ihn normal abzuballern. So ein bisschen, ne? Wie cool das hier aussieht. Kann ich den Anker hoch? Und so ein bisschen da an der Kette lang? Nee. Bup. Bam, bam, bam. Ja, wie cool das hier aussieht. Das ist ja alle nur Müll. Ja, der sammelt bestimmt auch Müll. Okay, mach sich du mal eine Gürmsen. Ach, guck mal hier aus dem Vergnügungspark-Level. Der sammelt ja echt all mit den Scheiß. Boah. Ich versuche an die Kirby wieder. Okay, ich würde tatsächlich echt... Ja, ich mache erstmal kurz das Poster hier ab. So, ist das schon eine Bedingung? Nee, wäre ein bisschen doof, ne? Ja, oder mache ich mit den Stacheln? Ja, warte mal, ach, und halt ihn normal erstmal abschießen. Und wie habe ich den immer... Mache ich den immer lieber? Nee. Oder mit den Stacheln? Ach, ich weiß es nicht. Nee, komm. Ich mache es erstmal normal. Okay, warum sind hier so viele Poster? Warum? Oh, die kann ich alle abmachen. Kann ich die echt alle... Ach, herrje. Okay, flupp. Das wird aber nicht sein, oder? Entferne alle Gesuchtposter. Obwohl, das wäre schon lustig, wenn mal irgendwie so eine Aufgabe wäre, die ja nicht mit dem Boss zu tun hat. Nee, hab's. Das ist natürlich keine Fähigkeit. Ich glaube nicht, dass das irgendwas ist. Aber ich würde es dann probieren. Okay, da ins oben komme ich eh nicht ran. An die obersten komme ich nicht ran. Okay. Oh, halt, hier kommt noch an. Flupp. Schön Geld, dann den Poster an. So, Evelyn, wo bist du? Wir kommen. Da ist sie! Alter, vor so einer Arena. Ey, der sammelt ja allen möglichen Kram. Wie cool. Tanzpanzerbestie im Gürteltor! Wow! Er trifft drei von Gürteltor angefertigten Kirby-Basteleien. Treffen? Achso. Okay, das habe ich schon mal geschafft. Der will mich einfach fangen. Alter! Was ist los mit ihm? Komm her, du aller Stern. Okay, bestimmt, dass ich mich auch nicht fangen lassen darf. Könnt ihr mir vorstellen, ey, wie geil ist er? Dann guckt ihn euch an. So, okay. Ich fange dich. So. Oh, aber wie soll man... Okay, ich glaube, bei dem ist es wirklich besser, den Rekord zu schaffen mit einer Fähigkeit. Das dauert ja richtig lange hier. Mann, das sieht so geil aus. Boom. Yeah, ausgewichen. Oh. Alter, was zur Hölle? Er wird richtig wild. Ach man, cool. Wow. Okay, immer schon mitgegeben. Oh, die Sterne verschwinden so schnell. Okay, komm noch. Wow. Okay, wir haben echt noch mal kurz vorher langsamer wird. Cool. Okay, dip. Und er will mich schon wieder einfangen. Yeah, komm in meinen Käfig. Trap. Hey! Wie bin ich da jetzt rausgekommen? Egal. Hat er mich jetzt auf... Wie hat er mich gerade gefangen? Cool. Irgendwie voll verzögert. Nein. Trap. Wow. Okay, das ist aber ganz schön lange. Wow. Okay, ich glaube, ich kann ausweichen, wie ich will. Der trifft mich halt einfach nicht. So, boom. Boom! Gleich habe ich die Hälfte. Ach Mann, ich will immer noch einen dritten Stern einsaugen. Das ist doch fies. Oh yeah. So, jetzt eindeutig mit der Fähigkeit. Ist mir hier echt besser geholfen. So. So, nächste Phase.
Oh mein Gott, er hat sich selber eine Braut gebastelt. Wow! Und ich glaube, er ist einfach nur einsam. Ja, er ist richtig einsam. Er hat ja mehrere von den Dingern. Wow! Ach, herrje. Ey, krasser Boss, der ist voll cool. Der hat so viele Phasen. Und sieht lustig aus. Nein, ich schon wieder abdancen, Mann. Wow, wow, wow. Wo sind denn die Sterne? Kommt her, hier, Sterne. Stup. Ja, wie viel Schaden der auch macht. Nein, jetzt ruhig. Uff, jetzt vorsichtig. Jetzt kommt er wieder an die Wand gesaust. So. Boom. Okay, ich hab ihn ja gleich. Oh, ich krieg aber immer nur Schmidt. Seiner Tanzpartnerin schon wieder. Okay, getroffen. Nicht getroffen. Wow. Uff. Kirby, Vorsicht, Kirby. Oh, er kommt angesaust. Oh, shit. Okay, komm her, du Schwein. Das war ein echt cooler Boss. Aber ich habe ja komplett versagt. Eieiei, na, der wird auch dauern. Einfach nur drei Waddle Dees. Ah, naja. Oh, aber eine gleiche neue Anleitung noch zu. Nice. Oh, Blizzard Eis. Sehr schön. Aber zwar nicht mehr so schönes Eisbärkostüm. Aber eieiei, na gut, okay. Also ne, wieder keinen Schaden bekommen und irgendeine Zeit. Ja, dann mal gucken, was der zweite ist. Vielleicht ist es doch mit einer Fähigkeit. Aber den habe ich jetzt, würde ich echt sagen, den mache ich mit einer Fähigkeit. Da bin ich viel schneller. Weil der hat so viele Pausen, wo man irgendwie nicht erwischen kann. Oder wo er halt keine Sterne droppt zum Wehren. Aber gut. Aber wo ist denn Evelyn? Sie ist doch immer entführt, oder was? Abgeschlossener Abschnitt. So, flupp, flupp. Und jetzt, besiege Gürteltor mit der Spezialpower Hammer. Ja, macht doch Sinn. Da kriege ich schon, Rufkloppen. Da kann man den Riesenhammer jetzt, der ist halt so langsam. Ich glaube, damit ist aber auch jeder Hammer mit dir meint, ne? Also ist egal, oder? Also flup, flup, also egal welche Stufe. Tschüss, Kirby. Leute, der Boss war cool. So, haben wir ihn abgeschlossen, aber jetzt Evelyn? Wo denn jetzt? Okay, warte mal, okay, Kirby geht erstmal zurück wieder in die Waddle Dee Stadt. Flup, gibt's irgendwelche neuesten News hier? Oder ist Kirby echt am wichtigsten? Da sind jetzt neue Sammelfiguren, yep, ja! Überraschungsautomat Nummer 3. Okay. Kirby, du wundert sich ja, wo Evelyn ist. Nee, erstmal hier schön sammeln und weiterentwickeln. Das finde ich cooler. So, sagt denn hier keiner irgendwas Neues? Nee, der Gelehrte sagt nichts. Die anderen sind hier alle am Genießen und chillen hier richtig. Haben wir nichts zu befürchten, ne? Ne, wir sind ja hier gerettet worden. Hm. So, wieder eine Blaupause vom Boss. Boah, war echt cool, Blizzard-Eis. Na gut, komm mal Werkzeugen. Lass mal looken, Stup. So. Tada! Vielen Dank für deine Geduld. Ziehst du rein, Mann. Okay, upgraden bitte. Ich glaube, die Stufe 3, die kosten immer 800 und 3 so eine Dinger. Dass ich vielleicht schon mal immer überlege, weil vielleicht mache ich doch schon mal offscreen mir so ein paar Figürchen holen. Weil ich glaube, wenn das immer 800 kostet, so viel brauche ich ja nicht mehr. Kann ich ja, glaube ich, schon abzählen, wie viele 800 ich noch ausgeben muss. Und den Rest kann ich ja so auf den Kopf kloppen. Für Figürchen. Ja, was sind Joad? Oh, alter Blizzard, Eis. Jetzt voll die fette Krone. Das sieht jetzt so geil aus. Okay, warte mal. Jetzt war, ja, erstmal wieder, ne? Ganz normal schlittern. Ja, genau. Und dann halt wieder. Okay, das ist. Oh, okay, auf der Stelle ist richtig übel. Und ansonsten kann ich halt irgendwie. Ja, ist nicht mehr wirklich pusten. Ist einfach nur so ein richtig so ein Eissturm machen, richtig mit harten Sachen. Und alles bleibt hier vereist. Ist richtig cool. So, ja, geil. Geile Fähigkeit. Freut mich. Danke, Kumpel. Danke, Hoshi. So, dann nimm mal ein bisschen Figuren mit, Leute. Ein bisschen Figürchen. Die sind bestimmt nochmal teurer. Aus der Serie 3. Ja, komm, einmal so einfach hier. Komm. Just for fun. Oh, 50 kosten die. Und da ist schon so was wie DDD dabei. Okay. Hoffentlich habe ich DDD. Hm? Knacks. Das Rohr.
Toll, warum ist das bei Serie 3 drin? Was haben wir hier jetzt, Schönes? Knacks. Oh, ein Brathähnchen. Gibt ja wirklich allen Scheiß hier. Warten doch nochmal. So. Oh, alter Meterleid. Der einsame Kämpfer. Auch Meterleid wurde vom rätselhaften Wirbel in die neue Welt befördert. Sofort macht er sich daran, einen Weg zurück zum Planeten Pop zu suchen, bis das Bestienrudel und ihn in Waddle die Stadt einfiel. Für Meterleid die ideale Gelegenheit, Heldenmut zu beweisen und ein bisschen zu trainieren. Welche so eine seltene Figur. Cool, hätte ich jetzt gedacht, dass ich die irgendwann als Belohnung kriege, wenn man bisher nicht noch viele Turniere abschließt. Aber okay. Oh, ein Omelette, hui. Vor allem, ja, keine Seltenheit. Nicht mal ein Stern ausgefüllt. Und der Nagel. Ja, okay, jetzt reite mal. Ich glaube, oh, wie viel Geld man da lassen kann. Das gibt's doch nicht. Na gut. Das war's. Und jetzt haben wir noch Zeit. Also erstmal geht es ins nächste Gebiet erstmal. Mal gucken, was da passiert. Im nächsten Gebiet, was sich auftut. Rotards verbotene Lande. Elfelin muss dort irgendwo sein. Und das sieht jetzt auch schon wieder aus wie das letzte Gebiet. Verbotene Feuerlande. Also, weil gut, da geht's auch nur, also da geht's irgendwo nicht, da geht's nur immer weiter. Ja, richtig hart. Sollen wir schon wieder ein paar verdächtige Stellen mehr angucken? Ja, da richtig groß. Und dann hier der Boss. Und kann ich immer noch den Vulkan hoch? Ne, okay, kann sein, dass es dann noch weitergeht. Da oben ist. Guck mich da oben irgendwas an? Guck mal, da oben, da zwinkert da irgendwas. Oder sieht es noch aus, weil ich mich bewege? Okay, keine Ahnung. Weil die Welt wird erstmal später gemacht. Ja, wir müssen ja noch das vorherige Level komplettieren. Ich muss mal ein bisschen schon mal hier ein bisschen rumsuchen. Auch wenn ich jetzt diese Welten hier noch nicht machen möchte. So, okay, hier haben wir was. Suchen. So, Cash, okay. Hier, guck mal, der auffällige Stein. Nix. Hier haben wir. Ja. Oh, Straße der Schätze. Okay, für Normalschatz. Normalschatz? Buh, mach ich nicht. Ich will nicht normal, ich will der Beste vom Besten. So, komm, zwei waren doch bisher immer da, ne? Zwei konnte man da immer finden. Ja, hier bei der Stadt hier, hier bei dem einsamen Baum. Hier irgendwo. Warte, was ist da? Was ist hier? Oh! Alter, guck mal, vor so eine Autobahn. Und da ist so ein Lagerfeuer. Dann bam bam. Das ist ja Autostopfer-Schatz nochmal. Was haben wir hier? Ja, das ist ja richtig schön hier. Wer wohnt denn hier? Ich will irgendwas gucken. Oder nicht? Okay, ich habe, glaube ich, die zwei wieder gefunden, die man von Anfang an immer freilegen kann. Dann sind wir ganz schnell zurück hier. So. Hier fehlt ja tatsächlich nicht so viel. Nur in zwei Level. Und die sind tatsächlich sehr, sehr einfach. So. Also hoffe ich. Ich mache jetzt erstmal das hier. So, hier. Ne, grabe gründlich im Geheimraum. Habe ich nochmal die Aufnahme gecheckt. Und ich glaube zu wissen, was ich dafür machen muss. Der letzte geheime Raum, wo ich halt echt nach diesen Kristallen gegraben habe, da habe ich ein paar Grabstellen nicht mitgenommen. Und ich muss bestimmt alle perfekt machen. Na, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Tschum. Nämlich dieser hier, ne, wo ich bestimmt einfach alle Dinger hier kaputt buddeln muss. Ich muss hier bestimmt alle Dinger mitnehmen, damit es hier als ja Grabe gründlich gilt. Und ja, da habe ich aus Eile halt ein paar Sachen dann übersehen. Aber okay, gut. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Bäm. Okay, grabe gründlich. Mit meinen Zwillingsbohrern. Hopp, so, mal ein bisschen hier vorab hier. So. Genau, hier zum Beispiel war schon mal das Wort, wo ich das auf einmal. Wo ich das hier ausgelassen habe, aus irgendwelchen Gründen. Flups. So. Okay, jetzt habe ich doch schön gründlich gebuddelt, ne? Warte, hier muss ich noch. So. Alles gefunden und alles ausgebuddelt. Und das ist grabe gründlich im geheimen Raum. Hoffentlich. Jupsala. Ja, grabe richtig gründlich im geheimen Raum. So, das war leicht. So, cool, Level beenden und dann ready. Cool. So, dabei sogar noch ein kleines Collectible eingesammelt. Na, mal gucken, was uns das bringt. Kling, grabe gründlich, ich war obergründlich. Oh Mann, mal gucken. Oh, Gabon haben wir schon. Naja. So, und das letzte war ja dann einfach bloß noch hier irgendwie, ja, Federina mit dem Powerring da besiegen.
Ach je. So, flupp. Yay, alle Bonodieske saved. So, hau mal schön ab, ey. So, auf der Suche nach der Oase. So, ja, und hier, besiege Federina mit dem Ringstopfer. Wie soll ich das denn machen? Ah, das war auch gleich am Anfang, ne? Warte mal, ich glaube, da ist jetzt nicht unbedingt ein Schnitt nötig. Da muss ich bloß ein bisschen laufen. Ich buddel mich mal schnell durch. Ja, aber das war doch hier gleich. Alter, das ist richtig cool mit dem Bohrer. Einfach überall durch. So, ja, das ist ja so ein Riesengebiet gewesen. So, was ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Kann ich die einfach pusten? Ich will das ja nicht, irgendwie, was bringt das irgendwas, wenn ich die anpuste? Boom, 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 boom. Ey, geil, ich kann das ja auch umbuddeln. Ja, macht doch Sinn, ne? Collectible. Also mit dem Bohrer hätte ich auch hier die Sandhaufen zerstören. So, stup. Okay, Federina, wo bist du denn? Guck mal hier. Oh, Cash. Kling, kling, kling. Ich glaube, ich werde den echt nur brauchen, ey. Vor allem, wenn ich alle Figürchen haben will. Ach. So, die war doch irgendwo. Genau, da war die. So, da muss ich ja irgendwie... Wie komme ich denn da jetzt hoch? Okay, kein Problem. Jetzt richtig, richtig fies. Hä, hey, wieso ist denn so... Wieso ist denn so stark gegen die? What? Besiege mit dem Ringstopfer, Federina. Wie... Wieso war das jetzt so ultra stark? Ich hätte gedacht, das dauert richtig lange. Aber... Okay, dann, Ja, ist natürlich cool, ne? Dann würde ich sagen, wir sehen uns am Ende des Levels wieder. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Faszinierend. Let's go! Okay. Dann sind alle Level erledigt. Fehlt nur noch was beim Boss. Ja, beim Boss ist natürlich wieder, probiert es noch einmal. Federina. Voll weggestoppt. So, komm her. Knacks. Oh, ja, da kriegt bloß noch doppelte. Schon drei Stück. Kann man die irgendwie, das wäre cool, wenn man die auch noch mal zu Geld machen könnte, die doppelten. Schön verkaufen. Dim, dim, dim. So. Hi. So, ich persönlich muss dann halt noch hier ein bisschen die Rekorde machen bei den Straßen, ne, aber... Naja. So, die Wüste, die Wiege des Lebens. So, dim. Abschnitte hier, okay. Ja, fehlen bloß noch drei. Halt bei ihm hier. Ach, Mann. So, 10 von 10. Ja, noch ein bisschen zeitlich hier was rausholen, ist okay. Und ja, wie ist das denn? Oder schaffe ich das noch immer? Ich probiere mal schnell mit dem Hammer nochmal, ne? Mit dem Hammer. So. Ich glaube, ich werde da beim nächsten Mal nochmal ran müssen. Weil ich weiß auch noch nicht die Zeit, wie man das machen muss. Ich weiß jetzt aber seine Angriffstaktiken, ne? Ich würde da immer einfach ausweichen. Ganz, ganz schnell. So, brauche ich nicht. Immer schön ausweichen, ausweichen, bis er dann irgendwie so... Ja, wenn er seinen Schwinger da macht, dann guckt er mal ganz doof so... Dann schnappe ich ihn hier. So, Hammer. Ja. Jetzt komm her, du kleiner Sack. Ja, hups. 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 Aber das war dann echt ein sehr, sehr angenehmes Level. Also waren die anderen irgendwie, ich sag jetzt mal, schwerer. Oder halt immer so, ach, die Bedingungen waren schwerer, um die jetzt alle zu retten. So, okay. Wir skippen natürlich wieder alles. So, okay, dann let's go. Let's go. Ja, so, mal versuchen. Ja, oh, das ist ja natürlich fies, ey. Das ist ja richtig fies. Ja, wie mich da durchschäfen. Quatsch. Ja, okay, haben wir auch schon gesehen. Okay, das geht dann noch schneller. Au, je. Wenn ich da richtig schön so, wenn er hier so vorbeisaust, dann probiert das mal. Oh, kann ich da einfach durch? Nee, okay, ich werde getroffen. Mist. Das war jetzt doof. Gamsen. So, okay. Jetzt komm her. Oh, Alter, richtig weggekloppt, ey. Bam. So, jetzt bastelt er wieder unseren Scheiß. Guck mal, meine Freundin. Ja, guck. So, vielleicht kriegt ihr noch den Zeitbonus hin. Ne, mal gucken. Ach, so nicht. Vor allem nicht, wenn ich gleich sterbe. Absturz. Einfach gestorben. Ey, sag mal.
er verliert Geld! Oh, ich bin jetzt zum Okay, Leute, ich bin jetzt zum ersten Mal richtig gestorben, wa? Und ich bin zum ersten Mal richtig gestorben. Da verliert man Geld. Es ist doch wie bei Mario Odyssey. Okay, sorry, Leute, da war jetzt da... Ja, da wollte ich ausprobieren. Ich weiß, also wenn er so turbomäßig ankommt, dann lieber nicht ihm alle eine reinknallen. Okay, ich glaube aber, das mit dem Hammer geht wahnsinnig schnell. So, ist ja geil, ist er wieder hier. Das ist ja auch schon krass. So. Oh, Alter. Ja, das ist aber echt cool, dass der große Hammer, der lädt sich viel schneller auf. Der lädt sich viel schneller auf als vorher. So, hier habe ich jetzt leider keine Chance, außer halt zu warten. Schwemmkwut. Aber danach kann ich nochmal richtig schön wieder aufladen. So, genau, kommen wir schön in die Ecke. So. Und jetzt wieder schön aufladen. Alter, wie ich den kleinen mitgegeben habe, ey. So, das könnte klappen, Leute. Schwemm. Booms. Schwemm. Zack. Wow. Wo ist mit seiner Freundin da? Das wird wieder ein bisschen problematisch. So, nochmal mitgeben. Ein bisschen nächsten. Okay, jetzt kommt er wieder angedanced. Ja, das ist aber wirklich unverwundbar. Ihr könnt bestimmt ein bisschen Schaden machen, aber... Ja, vor allem schickt er die dann auch noch los zu mir. Deswegen habe ich jetzt hier auch mal den Hammer, ob ich aufladen kann. So. Ne, okay, ich glaube, da ist wirklich konstant Ausweichen angesagt. Ausweichen, weil dann ist hier wieder der Moment zum Reinkloppen. Oh, so. Nein, du Arsch. Okay, jetzt muss ich, jetzt mach ich Damage Boost. Ist mir egal. Alles klar. So. Ich denke mal, die Bedingung mit Hammer besiegen ist erledigt, ne? Aber ja, keinen Schaden kriegen wird nochmal lustig. Aber jetzt bin ich auch gespannt, wie schnell das war. Also auf jeden Fall hätte mit dem Hammer unglaublich schnell. So, tada. Ja, alles klar, mit Spezialpower Hammer besiegt. So, kommt noch was anderes dazu? Und ja, innerhalb von 2 Minuten besiegt. Wumm, okay. Sehr schön, Leute. Jetzt bloß nochmal ohne Schaden. Da könnte ich mir wieder Zeit lassen, wa? Machen wir das beim nächsten Mal. Ich freue mich, ja. Ich hoffe, ihr euch auch. Yeah! Abschnitt abgeschlossen. Flup, flup. Ohne Schaden zu erleiden. Ja, kein Ding. Krieg ich hin. Bestimmt doch ganz leicht. So, überlege ich jetzt, ob ich das auch wieder schnell mache oder halt vorsichtig. Hi. Leute, flup, flup, flup. Vielen Dank wieder für euer Interesse und fürs Zusehen. Das wird eine leichte Welt hier, ey. Die werden wir abschließen. Beim nächsten Mal aber 49 von 49 wurde dies. Mal gucken, was denn in der, ja, doch vielleicht letzten Welt uns noch erwarten wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao.